Herzlich willkommen zur heutigen Grossrotsfahrstunde. Ich nehme eine Fahrstunde mit einem Grossrot, wie man hier sieht. Der William Peckermann von der GLP gibt mir heute die Instructions und ist auch Fahrlehrer, weswegen wir in seinem Fahrschulauto fahren. Und in dieser Fahrstunde sagen wir uns halt wie. Okay. Darf ich mal schon schnell reinschauen? Es sieht nicht gut aus im Fall. Oh. Der Lernphase ist noch gültig. Aber der Autogramm fehlt doch. Bist du bis jetzt immer schwarz gefahren, oder wie? Nein. Offenbar, ja. Bist du denn auch schon mal mit einem Elektroauto gefahren? Das ist ein Elektroauto? Yes. Nein, ich bin noch nie mit einem Elektroauto gefahren. Tja, bei einem Grünliberalen gehört das sich, dass man mit einem Elektroauto fährt. Und ist du das warum nicht? Nein, überhaupt nicht. Okay. Also gut, vamos. Du bist ja Fahrlehrer. Kannst du hässlich werden im Auto? Oder generell? Natürlich, so wie alle Menschen. Nein, ich bin eher ruhig. Es braucht schon viel, weißt du, dass ich dann irgendwie mal muss mit dem Ton aufgehen. Okay, ja. Aber die Achtung. So, Sport sehr easy. So. Genau. In deiner Abschlussrede als Grossratspräsident hast du gesagt, also du hast so eine Metapher gemacht, wir sitzen alle in einem DeLorean und fahren so durch den Zeitraum. Ein gewisser Punkt ist, wir fahren jetzt weiter. Wo könnte man auch parken? In Basel. Ich habe eine Frage, wie findest du denn die Parkplatzsituation bei uns? Im Bilanzia, es werden immer weniger natürlich. Es hat auch gute Gründe, warum weniger werden. Aber ich glaube, der Tenor in der Bevölkerung ist, man ist nicht zufrieden mit dieser Situation. Dass vor allem die Leute, die eben wirklich auf ein Auto angewiesen sind, wegen dem Job, jetzt wie in meinem Fall, oder Familien, die wirklich Kinder haben und die es wirklich auch Auto nötig hätten oder haben, die sind natürlich nicht zufrieden, wenn es wenig Parkplätze rum sind. Ja, es hat alles Vor- und Nachteile. Ich meine, weniger Parkplätze bedeutet auch mehr Raum für die Strassen anders zu gestalten, zu begrünen, genau, für Begrünung und so weiter. Für mich wäre jetzt ideal, wenn Parkplätze unterirdisch sein würden. Also wenn man unterirdische Parkings oder Parkplätze hat, da würde man auch auf der Oberfläche natürlich viel mehr Platz haben. Ist nicht so das mit dem Judy Park gesehen, dass man hat unter dem Park einen Park ausbauen. Genau. Und dann ist aber leider die Grünfläche. Mhm. Also ist das ja eigentlich auch nicht gut, oder? Ja, das ist schon richtig. Leider, es hat ja Widerstand gegeben damals. Und auch Landauer war auch so etwas, wo auch zum Teil Widerstand gegeben hat. Nicht nur aus finanziellen Gründen, auch sonst Anwohnende waren auch nicht zufrieden gewesen. Eben, das ist eben eine Abwägung, gell? Das ist ein Problem. Wenn schon, dann müssen wir ein bisschen in die Zukunft schauen und die Quartierparkings und so in der weiteren Entwicklung, Arealentwicklung mitrechnen und mit einbeziehen. Weil dann, wenn man schon von Anfang an damit rechnet und die schon auch so plant, dann wird es nachher auch weniger Widerstand geben. Und dann würde man nicht auf grüne Flächen, die schon vorhanden sind, und auch nicht, wir haben ja auch nicht viel von diesen grünen Flächen. So da innen noch? Was meinst du? Ich würde schon. Aber jetzt ist es ein bisschen Klebs. Okay, dann fahren wir. Sorry. Genau, und eben, das, ich bin ja auch in der BRK und das ist bei mir auch immer im Hinterkopf, bei den Arealentwicklungen denken wir das auch immer mit. Die Ampel bitte nach rechts abbiegen. Genau. Sehr gut. Nachbeobachtung, das hast du gut gemacht, Ernst. Jawohl. Dankeschön, Dankeschön. Bitte, bitte. Du bist ja 2023, oder? Du bist Grossratspräsident gewesen. Jawohl, richtig. Das ist ja schon der höchste Basler, hast du gesehen. Wieso willst du überhaupt wieder gewählt werden, wenn du das eh schon erreicht hast? Wieso du nicht mir das ansehst? Gute Frage. Von diesen 4 Jahren, 2 Jahre mit dem Präsidiumsjahr verbracht, sozusagen. Also ein Jahr lang bin ich Stadthalter gewesen und dann Grossratspräsident, was zum Beispiel Vorstöße etc. anbelangt. Ideen einbringen anbelangt, kann ich nicht 2 Jahre lang nichts dürfen. Ich musste dort zurückziehen. Es gibt einiges, was ich noch machen könnte. Erstens, ich bin noch jung. Ich kann noch politisieren. Ich habe noch Lust, auf der anderen Seite auch für meine Partei vorwärts zu bringen. Es sind noch viele andere Gründe, die ich spontan gerade nicht sagen kann. Es ist ein Prozess, der noch nicht zu Ende gegangen ist für mich. Und darum kandidiere ich noch mal. Du hast gerade Vorstöße angesprochen. Du hast in deinen 7,5 Jahren im Grossen Rot 7 Vorstöße eingereicht. Mhm. 4 davon sind schriftliche Anfragen, eine Interpellation. Mhm. Das ist eigentlich nur eine Fragestelle. Mhm. Das ist ein bisschen wenig. Das ist sicher ein bisschen wenig, ja, genau. Und das fällt auch auf natürlich. Aber auf der anderen Seite kann man auch sagen, ich bin so von Natur her auch nicht jemand, der immer im Vordergrund oder
stehen will oder steht, abgesehen von dem Grossrotsjahr. Ich würde sagen. Abgesehen von dem, ja. Darum, ich arbeite eher ein bisschen im Background, im Hintergrund. Mhm. Also, ich helfe Leuten auch, die Idee umzusetzen. Oder unter anderem in den Kommissionen zum Beispiel. Mhm. Das wirkt so, als wärst du so ein Denker, also so strategisch, also so inhaltlich Sachen umsetzen. Mhm. Aber wenn es jetzt nicht mit dem Namen drunter ist, heisst das jetzt, also es gibt Standpunkte von der GLP-Parteilinie, die jetzt von dir kommen, weil du sie ausgedacht hast, wenn du... Ja, jetzt sind wir mittlerweile zum Beispiel auch aktuelles Thema, das Stimmrecht für Niedergelassene. Das ist mal ein Thema, das ich schon seit fast Anfang der Legislatur schon auch ein bisschen immer dabei war und mitgedacht habe. Jawohl, jetzt wechsle ich über. Eben das Thema Stimmrecht ist etwas, das ich auch in den letzten Jahren auch innerhalb der Partei vorwärts gebracht habe. Die GLP hat früher eine andere Meinung gehabt. Jetzt Rheinach bitte am Kreisel. Ah. Genau, wie viel darfst du fahren? 50, ich will. Sehr gut. Ja. Maximalgeschwindigkeit 50. Wir sind jetzt dran. Ich meine, auch im Grossen Rot haben wir dort zweimal Motion. Dank GLP auch unsere Stimme im Grossen Rot ist dann die zweite Überweisung ist auch durch und jetzt kommt vor das Volk. Und das ist zum Beispiel ein Thema, wo ich sagen, von Anfang an auch mit anderen parteiübergreifend habe ich auch ein bisschen mitgewirkt und mitgeholfen. Und hast die GLP nach links gedrückt? So gesehen kann man sagen, ja. Aber da bin ich glaube nicht der Einzige, der Schuld daran hat. Ja, aber wie gesagt, in Basel kann man schon sagen, es ist ein bisschen GLP, ist ein bisschen so Mitte-Links eher. Aber nicht immer. Wo denn nicht? Wo sind da bürgerlich? Bürgerlich in Wirtschaftsfragen eher. Also bürgerlich nicht, aber wir sagen auch nicht bürgerlich. Wir sind keine bürgerliche Partei, ja. Aber wirtschaftsfreundlich, sagen wir es mal so. Wir sind keine bürgerliche Partei, aber jetzt bei den Nationalratswahlen trotzdem zusammen auf die Liste, also Listenverbindung mit den Bürgerlichen. Ja, das sind dann Wahlen, wo man so eher so rechnerisch zusammen ist und inhaltlich nicht unbedingt. Was sind denn so deine Lösungen jetzt zum Beispiel die Bildung? Weil das ist ein Thema, über das wir viel reden. Was willst du anders machen? Also wenn du sagst, ja, Bildung, wenn du so fragst, Bildung, dann muss ich an meine Vergangenheit denken. Wenn ich eben so zurückdenke, frisch in die Schweiz gekommen, ein Jahr später in der Gymnasium durfte ich hocken. Ja. Und ich habe nicht die gleiche Startchance wie meine Mitschülerinnen. Und von dem her, Chancengleichheit oder Gerechtigkeit ist schon etwas in der Bildung vor allem. Finde ich schon ein wichtiges Thema. Wie erreicht man Chancengleichheit? Das ist eben die Frage. Ich denke, man muss es ein bisschen genauer das Ganze anschauen. Zuerst einmal analysieren, das System, das wir jetzt hier haben. Dann die Baustellen. Ob das jetzt die integrative Schule ist, ist eben auch noch das Thema. Ob dann das andere, eben Kleinklassen oder Selektieren, ob das eine bessere Idee ist. Ich, aus meinen Augen, nein. Man muss auch so eine Zwischenlösung finden. So eine GLP-Lösung? Wie auch sonst immer, gell? Also, weder, ja genau, eben so eine Zwischenlösung finden, die dann auch integrative Funktion dabei ist. Aber man muss auch dafür natürlich genügend Ressourcen vorhanden sein, sei es finanziell oder personell. Die Gesamtanalyse braucht es. Und da müssten wir, glaube ich, auch schauen, dass die Lösungen von unten raufkommen. Das heisst, du per se hast jetzt keine Lösung parat, sondern du würdest lieber noch mal alle zulassen und dann noch mal ein bisschen warten, bevor wir irgendetwas machen. Oder ist das. Direkt die Lösung nicht, aber ich denke, die Idee, wo in, was jetzt die Schule oder Bildung anbelangt, die Idee, dass man dann so Zeitfenster hat, wo man dann gewisse Kinder, die so auffällig sind, dass man die ein bisschen oder zeitlang separat kann schulen kann. Das könnte mal ein richtiger Ansatz sein. Mhm. Achtung da. Oh. Danke. Michel, hast du gesehen? Ich habe dir eingebremst. Eine Frage von dir. Du als Grossratspräsident hast du ja viele Reden gehalten. Mhm. Eine davon am 1. August auf Bruderholz. Bruderholz, ja. Dort hast du gesagt. Nicht alles in der Schweiz ist gut gewesen. Aber es war meistens besser gewesen als anders. Genau. Und das ist schon sehr viel. Was ist denn in der Schweiz nicht gut? Nicht, genau, Wortlaut nicht mal im Kopf. Was in der Schweiz gut ist? Wenn das nicht gut ist. Du, ich frage dich mal, jetzt, wenn du hier in Basel rumfährst, was stört dich denn? Velofahren, nein. Ich kann schon sagen, in der Schweiz ist vieles gut, vor allem was das politische System anbelangt. Aber gewisse Sachen dauern auch sehr, sehr lang. Wir sind auch ein reiches Land. So ist es. Ja, und dass wir immer noch
über Armut müssen reden oder über Leute müssen reden, die in Working Poor sind oder eben so wirklich arm sind. Ja. Leute haben auch auf der Straße Obdachlose gesehen. Ja, das muss nicht sein. Was ist denn die GLP-Lösung dagegen? Also Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer, oder was ist so der Vibe? Ja, aber es gibt sicher Ideen. Auch die wären mal vielleicht so diskussionswürdig, wenn man viel in Bildung investiert. Chancengerechtigkeit, genau, Menschen einfach die Befähigung vermittelt, Chancen zu nutzen und auch Eigenverantwortung zu übernehmen. Da könnten wir natürlich schon Armut einigermaßen lindern oder beseitigen. Also muss dann jeder immer noch für sich selber schauen? Nach links. Okay. Es muss jeder für sich gleich schauen, aber es müssen auch Chancen für alle parat sein und gleichmäßig vorhanden sein. Hast du das Wenden mal nicht schon gelernt? Wenn nicht, tun wir das Nein, machen. Nicht so direkt. Und dann tust du rückwärts hier auf, den, auf die, okay. die Einfahrt. Hier. Voll rechts einschlagen. Rechts ist rechts. Ja, da ist rechts, ja, halt das rechts. Hier. Und dann rundum natürlich schauen. Ja. Genau, das nennt sich zwei Punkte wenden. Gas, jawohl. Super. Wenn ich jetzt da durch die Briefe gezogen hätte, was hättest du gesagt? Nein, das wäre nicht so schlimm gewesen. Sonst, was muss Basel machen für ein Klima? Was ist deine Lösung? Was Basel muss machen? Ja. Bis 2037 auf Netto Null runter. Ja gut, aber wie? Oder? Wie ist die Frage? Wenn man jetzt früh anfängt, eben gewisse Massnahmen, die auch schon im Pipeline sind, früh wie möglich auch umsetzen, dann würden wir später nicht irgendwie so weit kommen, dass wir krassere Massnahmen müssen. Was wären zusätzliche Massnahmen, die es braucht? Mehr Anreiz schaffen. Mehr Anreiz für was? Auch was Fernwärme anbelangt oder eben Heizungssysteme anbelangt, Solarpanels, Solaroffensive anbelangt. Nicht unbedingt mit Verbot, ich hoffe, dass es nicht so weit kommt, mit Verbot kommen, sondern Anreiz schaffen, dass Leute auch Freude und Spass daran haben, hier mitzumachen, dass wir dann das Ziel können, alle zusammen erreichen. Der nächste Teil heisst rotes Licht, das sind entweder oder Fragen. Und einmal darfst du rotes Licht sagen und dann musst du die Frage nicht beantworten. Ferrari oder Lamborghini? Eigentlich weder noch. Ferrari. Du hast einen Hund, gell? Ja. Du hast auch Kinder, oder? Ja. Weißt du lieber? Kinder. Lieber ein WhatsApp-Status posten oder Instagram-Story? Instagram-Story. Lieber Tram oder Bus? Tram. Lieber Sprühnebel oder Blumentöpf? Blumentöpf. Lieber Basta oder SHP? Rotes Licht. Katja Christ oder Esther Keller? Esther Keller. Gut. Das ist schon gesehen. Danke dir vielmals für das Beantworten von der Frage. Danke, das war schwierige Frage, muss ich sagen. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Mehr Folgen gibt es im Verlauf der nächsten Woche auf dem Kanal von Bonjour. Liket, kommentiert und bis zum nächsten Mal.